Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum LS19 Gutshof-Projekt. Und ihr seht schon, ich bin wieder fleißig und mache schon das Unkraut auf dem Feld 14 weg. Das habe ich schon mal angefangen, zumindest die ersten paar Bahnen. Zum Glück hatten wir noch ein paar Pestizide, Big Pack quasi beim Händler stehen. Das heißt, ich konnte da halt einmal umtanken, wenn man so möchte. Denn ich habe ja mit dem Dünger bin ich losgefahren, habe den beim Händler abgegeben und habe dann quasi das Pflanzenschutzmittel dort eingeladen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier gleich das Unkraut weg. Ich hoffe, ich oder denke eigentlich noch die eine Bahn zurück. Dann fahre ich zum Händler zurück, tank das Ganze um, also pack das Pflanzenschutzmittel raus, baller wieder das andere da rein, dann fahren wir hier nochmal drüber, dann haben wir das zumindest auch einmal gedüngt. Ja, 1, 2, 3, 4 Bahnen. Genau, und dann sollte das eigentlich reichen. Und genau, dann werde ich nochmal was anderes gucken, denn mir ist da eine Idee gekommen, die ich ganz gerne eventuell vielleicht direkt in dieser Folge schon umsetzen kann oder umsetzen werde. Das schauen wir gleich mal. Erstmal müssen wir hier jetzt noch das Feld bestellen, vernünftig und bis zum Ende. Und danach kümmere ich mich um den Rest wieder. So. So sieht es auf jeden Fall aus. Und ja, wir kommen auf jeden Fall vorwärts. Jetzt habe ich gerade eine kurze Aufnahmepause, weil ich noch kurz mich aktiv betätigt habe. Und jetzt bin ich frisch und voller Euphorie und voller Freude, bin ich hier wieder zurück und kann hier wieder vernünftig die Folgen aufnehmen. So, jetzt natürlich wieder einklappen, erstmal das ganze Geschehen hier und dann fahren wir direkt damit wieder zurück zum Händler, der ja hier direkt um die Ecke ist, das ist ja das Gute. Jetzt packe ich das hier raus, das stellen wir da natürlich wieder hin, laden hier Dünger auf, so, und wenn wir das aufgeladen haben, dann fahren wir wieder, ja wir haben zu viel Dünger, ey, fahren wir wieder zurück, dann kann ich ja eigentlich hier gleich das wieder aufklappen im Prinzip, weil bis das aufgeklappt ist, sind wir schon eigentlich quasi da. Und können direkt durchstarten, wenn man so will. Ja. So, aber wir wollen natürlich auch die gesamte Arbeitsbreite gerne mitnehmen. Wir orientieren uns da gleich an der Spur, die wir da vorne schon haben. Und dann können wir nämlich hier schön das Feld nochmal schön düngen. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Am Montag, Leute, das ist jetzt die Donnerstagfolge, müsste das sein. Und die für Montag haben wir schon die Folge Nummer 60 am Start. Ey, das ist krass. Wir nähern uns langsam aber sicher. Will ich ja nicht schon zuvor nehmen. Aber wir so langsam aber sicher nähern wir uns schon den 100 Folgen Gutshof-Projekt. Das ist heftig. Ich glaube, so viele Folgen haben wir im Felsbrunnen nicht durchgehalten. Müsste ich aber nachgucken und ich finde das auf jeden Fall extrem cool, wie auch dieses Projekt halt auch bei euch ankommt, ja. Weil das ist ja auch immer nicht zu unterschätzen. Ja, ich mache das ja zum Spaß und freue mich natürlich auf jeden Fall, wenn ihr da mit am Start seid und ordentlich kommentiert. Ja, auch wenn im Moment fast immer nur Erster, Zweiter unter den Kommentaren steht, weil ihr euch da gegenseitig battelt, wer zuerst das Video sieht und wer nicht. Aber trotzdem, ich meine, das ist auch schon geil. Ja, dass diese Competitions quasi schon starten. Aber ich finde es halt auch ja, ziemlich cool, dass wir noch Spaß, sag ich mal, am LS haben. Wobei ich eigentlich auch mittlerweile denke, so die meisten haben jetzt vielleicht schon fast genug vom ganzen ja, Anpflanzen, Anbauen und den ganzen Kram und möchten halt eher wieder irgendwie was anderes machen oder sehen. Vielleicht gibt es auch schon die ersten Leute, die wieder eine LS
Pause in Anführungszeichen machen. Aber ich muss sagen, LS ist im Moment so eins der Hauptprojekte auf meinem Kanal, wenn nicht sogar das Hauptprojekt auf meinem Kanal. Weil aktuell kommt nichts anderes, ja. Und das ist halt schon eine Sache so. Und ich meine, ja, im Prinzip würde ich auch gerne wieder ETS bringen, weil das haben wir auch immer gerne gemacht. Nur die Problematik dabei ist halt, ich finde, im ETS ist halt nicht mehr viel oder gibt es nicht mehr viele Sachen, die man machen kann. Also ich meine, man fährt halt von A nach B, so, das war's. Ich meine, gut, hier machen wir auch nicht viel mehr als Felder ernten, Felder anpflanzen, düngen und den ganzen Kram. Aber hier gibt es zumindest noch andere Aufgabenbereiche, die man halt gleichzeitig mitmachen kann. Ne? Man macht halt viele verschiedene andere Sachen als nur das eine so. Und das wiederum finde ich schon ganz cool, muss ich sagen. Und das ist das, was es halt so ein bisschen halt auch reizt, halt noch hier am Start zu sein. Und vielleicht gibt es ja demnächst nochmal was Neues, wer weiß. Huch, da wollte ich ein bisschen hektisch einen Schluck Wasser nehmen. Gut, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier fast am Ende nicht dieser Folge angekommen, sondern am Ende dieses Feldes und haben dieses dann auch erfolgreich gedüngt. Das bedeutet, wir müssen jetzt im Prinzip noch eine Düngestufe abwarten, wobei, nee, nach dieser ist eigentlich schon voll gedüngt, ne? Verdammt nochmal. Naja, gut, okay. So, aber erstmal wieder zusammenklappen und los geht da der Peter und wir fahren wieder zum Händler zurück, nehmen uns da noch den Rest mit, der da noch in dem einen Big Pack drinne hängt. Ja, Freunde, und was soll ich sagen? Dann haben wir zumindest diese beiden Felder schon mal vernünftig oder zu Ende bestellt und alles ist gut. Und dann können wir uns in den nächsten Folgen dann hoffentlich um was anderes kümmern. So, jetzt nehme ich das noch mit. Perfekt. Ja, so viel war das ja gar nicht mehr. Jetzt bleibe ich hier mal kurz stehen, weil hier, ne, hier ist ja eigentlich der Wald, ne, der kostet 157.000 und der kostet 200, okay. Wir fahren erstmal eben kurz nach Hause. Und dann gucken wir mal. So, Achtung! Ich habe nicht so viel Zeit hier. Weiterfahren, weiterfahren. Oh. Da fahre ich gleich mal hier hinterher. Und schön vor der Kurve natürlich noch eiskalt überholen. Wer kennt es nicht? Macht man ja so, ne? Oh Gott, ey. So. Dann fahren wir. Achso, da wollten wir auch noch anpflanzen. Das mache ich aber nicht jetzt direkt. Da können wir wieder ein Paket wegholen. Und wenn wir das alles verkaufen, dann sind wir, glaube ich, ganz gut dabei, ne? Aber erstmal stelle ich den wieder hier in unseren Unterstand rein. Zack. So. Und dann, ihr ahnt es vielleicht schon, was ich vorhabe, aber ich möchte es nochmal sicher haben. Und zwar ist das ja hier so, das ist ja das. So, pass auf. Wir nehmen jetzt einen Kredit auf bei der Bank. Glaube ich.
Kommen wir überhaupt so weit? Wie viel kostet das? 175. So, jetzt kaufen wir uns das. Zack. Jetzt gehört uns zumindest schon mal der Wald. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Geräte. Aber das gehört uns schon mal. Das ist cool. Jetzt haben wir zumindest unseren ersten Forst, Freunde. Wie findet ihr das? Ich glaube, das ist ganz cool. Und jetzt werden wir natürlich auch endlich mal ein bisschen Forstwirtschaft machen, weil ich dachte mir, komm Freunde, wir müssen auch mal ein bisschen was riskieren, weil immer nur Felder und so machen. Das haben wir jetzt echt in der letzten Zeit mega oft gemacht. Müssen wir uns natürlich auch mal ein bisschen belohnen und was anderes machen. Und jetzt werden wir erstmal hier. Wie viel hat der denn hier? So, der hat keinen. Naja, okay. Jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken, wenn wir jetzt hier Forstwirtschaft gehen. Was ich halt ganz gerne haben möchte oder was wir halt ganz gerne bräuchten, wäre der Jens. So, der kostet 3.200. Das können wir uns gerade noch so leisten. Da würde ich aber sagen, bevor wir das machen, leihen wir uns nochmal so. Ah, so Geld bei der Bank. Dann würde ich sagen, mieten wir uns den, weil kaufen wäre Quatsch. Wir mieten uns den. Zack, gemietet. Dafür würde ich dann aber mit. Da kann ich ja. Warte mal. Da kann ich ja hier mal mit unserem Pickup hinfahren. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Im Auftrag bin ich hier unterwegs. So, let's go, let's go. Jeep. Man muss echt, oh Gott, muss echt in den Kurven abbremsen, damit man hier durchgeballert kommt. Achtung, Achtung! Jung. So, mal gucken, ob wir den überhaupt ziehen können hier. Ja, läuft. Gar kein Problem für den Pickup. Machen wir hier auch gleich mal die Rundumleuchten an, weil wir ja hier mit schwerem Geschütz unterwegs sind. Das ist. Oh, was war da denn im Weg? Der Bordstein oder was? Lol. Gott. Hilfe! Oh Gott, Hilfe! Nein! Wo fahre ich denn hier hin? Alter Schwede, da ist das Stützrad. Kommt auf den Bordstein, wa? Da kann ich den Pickup nicht. Was ist denn das? Da bleibt er immer irgendwo bei hängen, ey. Verstehe ich nicht. Da auch wieder. Okay. Naja, gut. Solange wir damit dann gleich ankommen, wäre es natürlich ganz cool. Wo bleibt denn der immer hängen? Was soll denn das? Läuft ja hervorragend mit dem Gerät. Aber ich denke, das ist ein gutes Gerät, um das Teil hier ein bisschen manövrieren zu können. Oh Gott, oh mein Gott. Oh, ups. Da habe ich doch glatt den Blumentopf von der Terrasse gerissen. Entschuldigung. Ah, ist ja mein eigener Hof, aber meine Frau wird sich nicht so freuen, ne? Glaube ich. So, dann fahren wir. Oh Gott, nein, Baum. Ah, Hilfe. Ah, okay, läuft. So, dann fahren wir jetzt hier. Der drückt schon ordentlich rein. Der drückt schon ordentlich rein. Ich glaube, wir fangen hier einfach stumpf an. Ich lasse den jetzt hier erstmal stehen. So, zack. Dann kuppel ich den ab. Fahre mit dem Pickup erstmal hier zur Seite. So.
Oh, ein bisschen weiter zurück muss ich schon noch. Und dann würde ich sagen, holen wir uns in der nächsten Folge den Rest, den wir halt noch brauchen. Und dann geht das hier richtig rund, Freunde. Was haltet ihr davon? Ich denke, das ist eine gute Idee. Die Frage ist natürlich, was ich halt ganz gerne machen würde tatsächlich, ist, hier einfach einen Berg hinzukippen. Aber ich glaube, das kommt nicht so gut, wenn wir das nachher machen. Ich meine, wir können es ja im Prinzip mal gleich hier mit dem ersten Busch, mit dem ersten Baum versuchen. Den holzen wir nochmal schnell ab hier. Zack. Bam. Jawolski. Bam, 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 bam. So, jetzt wäre es natürlich cool. Gott, Hilfe. Zack. Zack. So, jetzt mache ich hier erstmal irgendwie, keine Ahnung, ein paar Meterstücke. Sollte ja funktionieren. Jetzt kann ich hier nicht mehr sägen, weil mir das Land nicht gehört. Really? Really? Was soll das denn? Das ist doch Beschiss. Das ist doch Beschiss. Mal ganz im Ernst. Hey, hallo, nimm das doch mit. Hey. Nimm das doch mit. Muss ich jetzt geduckt sein, oder was? So, da geht der erste Baum rein. Und ich würde sagen, Freunde, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr mehr sehen wollt von dem jetzigen Forstprojekt, was ich ja jetzt vorhabe, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge fröhlich wieder, wenn es hier weitergeht mit dem Landwirtschaftssimulator 2019. Bis dahin, Freunde, macht's gut, haut rein und ciao!